Liebe Teilnehmer, willkommen zurück zum nächsten Vortrag in unserem Sicherheitstag Sicherheitstechnik an Werkzeugmaschinen bei veränderlichen Rahmenbedingungen. Ich darf Ihnen nun vorstellen, zum einen Herrn Dr. Daser, Bereichsleiter Zuverlässigkeit und Antriebstechnik beim Institut für Maschinenelemente der Universität Stuttgart und Herrn Messner, Koordinator Funktionale Sicherheit der Trumpf Werkzeugmaschinen bzw. Trumpf Sachsen GmbH. Der Vortrag, den Sie jetzt von den beiden Herren hören werden, geht zurück auf eine sehr lange Geschichte zwischen dem VDW und dem IMA der Suche nach der Antwort auf die Frage, ob man für Sicherheitsfunktionen denn eigentlich auch spezielle Sicherheits-SPS einbauen müsste oder ob es nicht grundsätzlich reicht, auch Standard-SPS einbauen zu können, weil die im Grunde in ihrer Funktionalität und auch so wie sicherheitsrelevante Funktionalität in Werkzeugmaschinen abgebildet wird, typischerweise eine sehr hohe Sicherheit zum Tragen kommt. Und ich freue mich drauf, jetzt die neuesten Erkenntnisse zu hören. Soweit ich weiß, werden Sie uns jetzt darstellen, wie man das Ganze an Maschinen der Firma Trumpf entsprechend mal bewertet hat. Damit feuerfrei für Sie beide. Vielen Dank, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihren Erkenntnissen. Und wie gehabt, Fragen bitte ins Fragenfenster und ich gehe am Ende wieder darauf ein und moderiere da eine Fragenrunde. Dankeschön, viel Erfolg. Gut, dann vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Broos. Dann übernehme ich das Zepter. Jetzt muss ich mal gucken, meinen Bildschirm noch ein bisschen freiräumen. Der Broos hat es gesagt, mein Name ist Martin Datzer. Ich leite hier den Bereich Zuverlässigkeitstechnik am IMA. Wir beschäftigen uns mit allerlei Fragen, wenn es um die Zuverlässigkeit von Systemen geht, in wirklich ganz unterschiedlichen Problemstellungen. Von der Testplanung hin zu der Modellierung von großen Produktionsanlagen ist alles dabei. Wir haben uns sehr, sehr lange zusammen mit dem VDW in mehreren Studien mit dem Thema Sicherheit von Standard-SPS beschäftigt, da die Zuverlässigkeit, ne, nun mal auch ein wesentlicher Bestandteil für die Sicherheit oder ein Bestandteil der Sicherheit darstellt. Und im Rahmen dieses Vortrags wollen wir beleuchten oder beziehungsweise wollten wir aufzeigen, dass Standard-SPS eben sehr wohl in der Lage sind, Sicherheitsfunktionen inklusive oder besser gesagt ihrer Anforderungen zu bedienen. Der Fokus lag dabei, so wie es hier auch steht, eben auf der potenziellen Einstufungsmöglichkeit in die Kategorie 2 nach ISO 13849. Warum steht da theoretisch? Nun ja, die Norm schiebt da ja gewisserweise einen Riegel vor und deswegen ja, zeigen wir eben, ich sag mal, Potenziale abseits der Norm auf, beziehungsweise man könnte es auch betiteln als ein Hinterfragen von altbekannten Prozessen. Ich habe auch noch den Herrn Messner dabei. Wir machen ja einen Tandem-Vortrag. Der Messner hat das Projekt von Industrieseite, Trumpfseitig eben sehr, sehr intensiv unterstützt. So, Ja, jetzt. auch hallo zusammen von. Genau, der Ja, Messner hat auch leider hallo zusammen von kein meiner Bild. Seite. Ja, das kann ich gut erklären. Passend zum Vortrag ist gestern mein Laptop kaputt gegangen. Ich sitze am Standard-PC. Das passt ja gut in den Vortrag hinein, denn der ist natürlich in den sicheren Zustand ausgefallen. Es geht einfach nichts mehr. Und wenn eine Maschine steht, fällt sie ja auch also in den sicheren Zustand aus und es geht einfach nichts mehr vorwärts. Damit kann sich auch keiner mehr verletzen. Das Gleiche ist meinem Laptop auch gestern widerfahren. Deswegen Mein möchte ich Sie Telefon. bitten, das zu entschuldigen. Aber nun ist das nun mal so weit. Ich würde jetzt trotzdem dem Herrn Datzer wieder das Wort erteilen. Wir haben uns das eingeteilt, dass jeder einen gewissen Punkt hervorbringt. Und der Herr Datzer macht jetzt die kurze Einführung. Und danach werde ich die Einordnung des Themas nochmal vornehmen. Und zum Schluss dann die Punkte 5 und 6 zusammenfassen, die Zusammenfassung und nochmal unsere Abschätzung zu dem Thema darstellen. Ja, wunderbar. Ja, Vielen Dank dir danke. für die kurze Inhaltsdurchführung. Dann steige ich auch direkt mal ein mit der kurzen Einführung und die Motivation für das ganze Thema. Irgendwie funktioniert das hier mit meinem Klicken noch nicht so richtig. Ja, was steckt dahinter? Ich glaube, da brauche ich den Sicherheitsexperten jetzt nicht mehr allzu viel dazu sagen. Wenn wir hier solche, ja, als Beispiel solche Bearbeitungszentren haben in den Werkzeugmaschinen, dann sind solche Funktionen eben potenziell sicherheitskritisch. Zum Beispiel könnte eben ein Werkstück sich aus der Spindel lösen,
Durch einen Fehler in einer Sicherheitsfunktion, das Werkstück würde unkontrolliert aus der Halterung eben rausgeschleudert werden und stellt eben eine potenzielle Verletzungsgefahr dar. Aus diesem Grund müssen wir und machen wir natürlich auch Sicherheitsanalysen, die ja auch in der ISO 13849 für Werkzeugmaschinen genormt ist. Und wir müssen da einen bestimmten Performance-Level, wie hier aufgeführt in der Tabelle, einen PL kurz erreichen. Und was wir da erreichen müssen, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Zum einen von der Topologie meines Systems, aber natürlich auch von dem Schadensausmaß, wenn denn so ein Schaden oder ein Verlust einer Sicherheitsfunktion eintritt. So, jetzt funktioniert es mit dem Klicken besser. Solche gezeigten Funktionen wie eben dieses Bearbeitungszentrum werden in der Regel gesteuert von Standard-SPS. Die Standard-SPS und benötigen einen Performance-Level mindestens C. Ich komme hier noch gleich auf dieses Diagramm hier, wie die Norm das klassifiziert, zu sprechen. Laut Norm ist es jetzt aber so, dass eine Standard-SPS maximal einen Performance-Level B erreichen kann. Die Begründung geht da so in die Richtung, weil es sich eben um ein in Anführungszeichen komplexes elektronisches Bauteil handelt, kann diese SPS zum Beispiel auch nicht als sogenanntes bewährtes Bauteil angesehen werden. Ja, was ist hier genau die Unterscheidung? Unbewährte Bauteile sind eben dann sowas wie die SPS. Ja, es handelt sich um komplexe Systeme, die zuverlässigkeitstechnisch oder bezüglich ihres Ausfallverhaltens vielleicht auch ein Stück weit schwer zu beschreiben sind. Und eben hier dann die bewährten Bauteile, die hier mit Performance Level C dann einklassifiziert werden. Was versteht man jetzt unter einem bewährten Bauteil? Eigentlich versteht man drunter, wenn ich eben bereits ausreichend Erfahrung oder viele Erfahrungen im Feldbetrieb gesammelt habe mit solchen Systemen, dann würde ich in der Regel von einem bewährten Bauteil sprechen. Und das ist dann auch, das war auch so der erste Schritt in unserer Zusammenarbeit, dass wir gesagt haben, naja, wir schauen uns, wenn wir C erreichen müssen, schauen wir uns als ersten Schritt auch tatsächlich mal an, wie könnte man denn eine SPS als bewährtes Bauteil einordnen, und haben in dem Schritt angefangen, uns Betriebsdaten von Werkzeugmaschinen vorzunehmen. Die kamen damals von der Firma Index. Ja, zu den Zahlen brauche ich hier gar nicht so viel zu sagen. Also Sie sehen es allein an den riesen Mengen, die da zustande kamen. Und diese Laufzeitdaten, die eben da jetzt vorlagen, die enthielten auch keinerlei bekannte sicherheitsrelevanten Ausfälle. Das heißt, alle diese 93 Millionen Stunden, die diese SPS gelaufen sind und diese Funktion erfolgreich gesteuert haben, war auch kein sicherheitsrelevanter Ausfall bekannt. Wir haben das dann mal statistisch ausgewertet mit dem sogenannten Y-Base-Approach oder Y-Base-Ansatz zu Deutsch. Und da kann man eben eine sogenannte Event Rate, also eine Ausfallrate, berechnen. Und wie man hier sieht, da sind wir hier schon mal für die schwarze Linie mit einem unterstellten zufälligen Ausfallverhalten, was man eben für so eine SPS durchaus annehmen kann. Dann landen wir hier schon bei Bereichen, die irgendwo zwischen 10 hoch minus 7 und 10 hoch minus 8 liegen. Und das würde auch einem Performance Level E entsprechen. Selbst ein ultra konservativer Ansatz, ja, wo wir einfach mal unterstellt haben, dass eine SPS nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, zufällig ausfällt, sondern eine gewisse Systematik aufweist im Ausfallverhalten, selbst da würde man nach 20.000 Betriebsstunden immer noch bei sehr, sehr niedrigen Ausfallraten liegen. Ja, und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass das jetzt auch nur Laufzeitdaten von einer Firma waren und dieser Y-Base-Approach auch nach wie vor noch ein Worst-Case-Ansatz zur Zuverlässigkeitsabschätzung darstellt, dann kann man sich schon ungefähr denken, naja, eigentlich könnte man da vermutlich sehr wohl von einem bewährten Bauteil sprechen. Das war so der erste Schritt damals in der Zusammenarbeit, und jetzt in dem Rahmen hier haben wir uns dann eben noch überlegt, naja, was könnte man denn noch tun? Und da gibt es ja eben dann noch diese Kategorie 2 der Norm, wo eben hier im Wesentlichen zu dem Eingang und Ausgang und der Logik eben noch diese Testkanäle dazukommen. Und die zweite Frage war dann eben, naja, wir haben ja hier die SPS, die hier diverse Prozessfunktionen und eben Sicherheitsfunktionen schaltet, jetzt mal hier wieder für mein Bearbeitungszentrum dargestellt.
Das heißt, hier werden ja auch eine Reihe von Tests durchgeführt, sei es beim Hochfahren der Maschine, da werden Speicherkonsistenzprüfungen, Hardware-Konfigurationsprüfungen und so weiter durchgeführt. Das Bussystem wird mit wechselnden Zählern getestet. Also da finden auf jeden Fall, wie das hier mal ganz exemplarisch anhand so einem Zeitstrahl dargestellt ist, da finden eine ganze Reihe von maschineninternen funktionalen Tests zwischen diesen, vor allem zwischen diesen Baugruppen statt. Und da könnte man ja dann schon schlussfolgern, dass es sich dabei um eine Art, naja, wir haben es mal, funktionale Tests handelt, die man eben sehr wohl als ein Teil einer zur Verfügung stehenden Testeinrichtung verkaufen könnte. Und jetzt ist eben dann die zentrale Frage, naja, welche Bedingungen, welche Voraussetzungen hat denn sowas überhaupt um das in Kategorie 2 einzustufen? Und welche Voraussetzungen würde diese SPS denn schon erfüllen? So, dann nach dieser kurzen Einführung, Mike, darfst du kurz das Thema einsortieren? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir ja in den 8 Jahren, die ich hier mal recherchiert habe, jede Menge Umsatz in der Welt gefahren haben als Werkzeugmaschinenhersteller, dass wir entsprechende Anzahl an Maschinen weltweit mit unsicheren, unzuverlässigen Steuerern ausgestattet haben. Und da fragt man sich immer wieder, warum kaufen uns denn die Kunden die Maschinen überhaupt ab? Wenn wir von vornherein wissen, dass die doch unzuverlässig funktionieren sollen. Aber offensichtlich entspricht das nicht der Wahrheit, denn die Kunden schätzen ja gerade zuverlässige Werkzeugmaschinen und das ist halt nur möglich mit einer zuverlässigen Steuerung, die drin arbeitet. Jedoch wird laut der ISO-Norm 13849 Teil 1 die nicht besser als Performance Level B bewertbar gehalten. Künstlich, muss man dazu sagen. Die Beobachtung, die Herr Daser geschildert hat, war natürlich, dass wir die Ausfälle und Defekte schon in der Ausfallwahrscheinlichkeit von Performance Level E sich bewegen. Und mit diesen Erkenntnissen, also wir haben die Erkenntnis, wir haben genügend Maschinen im Feld, wir haben die Erkenntnis, dass unsere Kunden die Zuverlässigkeit und die Qualität unserer Maschinen insgesamt schätzen. Damit muss ich doch eine Aussage treffen lassen. Wie kann ich denn unsere Standardsteuerung, die wir ja selber im Griff haben und gut qualifizieren können, wie kann man denn damit eine Sicherheitsfunktion bauen? Daher haben wir jetzt einen Ansatz gewählt, dass man sagt, okay, wir schauen uns das mal an. Wie kann ich denn mit einer Kategorie 2-Struktur, einer Standardsteuerung, ein Performance Level C zum Beispiel erreichen. Das hat diverse Vor- und Nachteile. Also der Nachteil ist ganz klar, wir erreichen nicht so einfach Performance Level D, aber der Vorteil ist, wir erreichen zumindest ein Performance Level C, wenn wir eine Kategorie 2-Struktur annehmen und diese dann entsprechend bewerten. Und hier möchten wir nochmal ein Stück weit die Mathematik dahinter präsentieren. Bitte die nächste Folie. Es wird quasi eine Art Analyse des Normmodells durchgeführt. Und wie kann man das Ganze so bewerten, dass es dann doch für die theoretische Rechnung, zum Beispiel mit Systema, dafür langt, ein Performance Level C zu erreichen? Und als Quelle haben wir ein, na, ich sag mal, halb veröffentlichtes Papier von der IFA, wo der Anhang K, diese Tabellen, die in der 13849 drin steht, einen rechnerischen Weg offenbart wurde. Und das erklärt Ihnen jetzt nochmal der Herr Datzer. Genau, der Messner hat das ja schon gesagt, diese Grundlage für diese Einstufung hier in die Performance Level und die Ausfallraten, die da zu erreichen sind, die berechnet die Norm mit solchen Zustandsmodellen. Das ist hier mal ein Markov-Graph, der hier eben, der Messner hat es erwähnt, in An Ergänzung zu Anhang K eben verwendet wird. Und bevor wir eben in diese ganze Sicherheitsberechnung zur Einstufung der Kategorie 2 übergehen, haben wir uns gedacht, naja, wir müssen erstmal ja die Grundlage überhaupt analysieren, was sich da dahinter verbirgt. Und um das vielleicht ganz kurz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit hier zu erklären, was verbirgt sich denn eigentlich hinter solchen Zustandsgraphen? Wir haben hier verschiedene
Zustände, die, das ist hier oben allen voran mal der Zustand okay, also das System ist in einem funktionsfähigen Zustand, so wie es quasi auch funktionieren soll. Und ich komme hier unten im schlimmsten Fall eben bei HE an einem sogenannten gefährlichen Event. Also das wäre dann wirklich der Fall, wenn ich die Sicherheitsfunktion eben brauche und sie nicht zur Verfügung steht. Und man sieht es ja jetzt hier auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ich versuche jetzt eben mit unterschiedlichen Übergangswahrscheinlichkeiten hier meine Zustände zu beschreiben und so die Gesamtwahrscheinlichkeit zu ermitteln, wie ich eben von dem Zustand okay in den Zustand HE kommen kann. Da wären allen voran mal zum Beispiel, dass das Monitoring, also sprich mein Diagnosekanal ausfällt. Da wäre noch die Möglichkeit dann, dass die generelle Funktion ausfällt. Ja, sie ist aber detektierbar. Ich habe ja meinen Monitoring-Kanal. Und dann gibt es halt blöderweise auch noch diese Fehler, die eben, wo die Funktion ausfällt und ich sie nicht detektieren kann. Da spricht man ja auch von vom Diagnosedeckungsgrad. Und am Ende lande ich, gibt es noch einen letzten Zustand, in dem ich landen kann, wo nämlich beide Kanäle, also sprich die Diagnose, das Monitoring und meine Funktion, beide ausgefallen sind. Ich will hier gar nicht so sehr auf die ganzen Übergangswahrscheinlichkeiten eingehen. Hier sieht man zum Beispiel allen voran mal die sogenannten gemeinsamen Ausfallmechanismen. Ja, da würde man davon sprechen, dass ich eben von okay sofort hier in dem Zustand lande, wenn eben ein Fehler oder ein Ausfall beide Funktionskanäle, den Funktionskanal und den Monitoring-Kanal gleichzeitig außer Kraft setzen würde. Ja, und was sieht man jetzt hier? Ist dieser Zustand hier unten erreicht, dann ist es quasi nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ein Safety-related Event bekomme, also ein sicherheitskritisches Event. Man sieht auch hier, dass zum Beispiel in dem Zustand, wo die Funktion ausgefallen ist und die Detektion aber noch intakt, da findet hier dann zum Beispiel auch ein zeitliches Wettrennen statt. Kann ich zuerst testen, dann realisiere ich ja, ist die Funktion ausgefallen, kommt die Anforderung zuerst, lande ich eben unten beim sicherheitskritischen Event. Was man jetzt hier bei der Diagnose sieht, ist, dass hier, ja, sobald der Diagnosekanal ausfällt, ja, da lande ich eigentlich unweigerlich hier mit einer gewissen Zeitverzögerung auch bei meinem sicherheitskritischen Event. Das heißt, ich habe hier keine Chance, irgendwie zurück in den Zustand okay zu kommen. Würde für mich bedeuten, sobald der Diagnosekanal einmal ausfällt, kann er eigentlich nicht mehr repariert werden. Ja, das stellt sich dann natürlich schon so ein bisschen die Frage, ist denn dieser Diagnosekanal wirklich selber ein komplett unüberwachtes System? Wir haben uns gedacht, eigentlich nicht. Das ist hier mal so ein bisschen dargestellt. Wir haben hier mal gerechnet oder ganz exemplarisch mittleren Ausfallwert, einem MTTF ist die mittlere Ausfallzeit für eine sicherheitskritische Funktion von 27 Jahren. Das ist so ganz konservativ gerechnet mal das Ergebnis, was aus den Felddaten rauskam. Das heißt, geht man davon aus, dass die Funktion im Mittel nach 27 Jahren ausfällt und die Diagnose irgendwann davor, naja, dann würden ja eigentlich ganz viele maschineninternen Diagnosen und Instandhaltungen und so weiter durchgeführt, wo ich so einen Fehler im Diagnosekanal eigentlich erkennen würde. Ja, und das wird eigentlich in diesem Modell komplett vernachlässigt. Wir haben das Ganze mal durchgerechnet mit einem Petri-Netz, nicht mehr mit einem Markov-Graph. Das hat einfach diverse statistische Vorteile mit ganz repräsentativen Daten, 27 Jahre mittleres Ausfallverhalten, Diagnosedeckung 60% und Test und Anforderungen, das Verhältnis aus Testrate und Anforderungsrate ist hier mal zu 100 festgelegt. Und man sieht jetzt hier, je nachdem, wie viele Fehler ich jetzt in meinem Diagnosekanal hier wirklich entdecken kann durch diese ganzen Instandhaltungsmaßnahmen, die an der Maschine passieren, habe ich eben einen deutlichen Benefit in meiner Ausfallrate für die Sicherheitsfunktion. Ja, und das vernachlässigt die Norm einfach mal von vornherein, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht so die ganze Wahrheit. Ist hier natürlich jetzt nicht, ja, wie soll man sagen, nicht wahnsinnig viel, aber ist einfach was dazu beitragen würde, dass SPS einfach höher eingestuft werden könnten. Das mal so für die ganze Grundlage. Und was haben wir dann gemacht? Naja, wir haben uns überlegt, wie könnte man denn jetzt die Sicherheit von SPS durch diese Idee der funktionalen Tests berechnen? Und da war jetzt eben die erste Frage, was gelten da überhaupt für Bedingungen, wenn ich das tun will? Allen voran wird in der Norm geschrieben, dass Tests des Funktionskanals eben in Anführungszeichen in angemessenen Zeitabständen hier durchgeführt werden müssen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also da werden unendlich viele Tests durchgeführt beim Hochfahren, Speicherprüfung, Checksummenprüfung. Das Bussystem wird durch einen wechselnden Zähler überwacht.
Habe ich da irgendwie eine Abweichung in diesem Lebensmonitoring, das zwischen SPS, HMI und der numerischen Steuerung auftritt, dann wird sofort ein Sicherheits, ein sicherer Zustand in der Werkzeugmaschine eingeleitet. Also man könnte hier auf jeden Fall das Ganze, sage ich mal, abhaken im Sinne von, es wird auf jeden Fall in ausreichend angemessenen Zeitabständen getestet. Und dann geht es weiter. Dann wird hier in der Norm zitiert, ja, Funktionskanal und Testkanal müssen nicht zwingend aus verschiedenen Bauteilen bestehen. Okay, das hätten wir sowieso erfüllt. Aber für zum Beispiel Safety-related Embedded Software, das ist quasi solche, das sind Firmware-Themen dann eben, da müsste es eben dann doch der Fall sein. Allerdings könnte man hier dann argumentieren zu sagen, naja, sobald ich dann eben meine HMI oder meine Numeric Control aus verschiedenen Herstellern, von verschiedenen Herstellern beziehe, mit verschiedenen Technologien, dann hätte ich das ja auch im Rahmen von diversitären Technologien abgedeckt. Also könnte man da quasi auch einen Haken dahinter machen. Und der Diagnosedeckungsgrad muss mindestens 60% betragen. Ja, ich habe das hier nochmal so schematisch aufgetragen, denn was passiert bei unterschiedlichen mittleren Ausfallzeiten beider Funktionskanäle? Da ist die Grenze eben zwischen PLB und PLC abhängig von meinem erreichen den Diagnosedeckungsgrad. Und unter 60%, da sagt die Norm halt, okay, da sind wir einfach so unsicher, das können wir nicht machen. Und da wir jetzt, ich hatte es ja eingangs erwähnt, ja, es sind theoretische Update-Möglichkeiten, da die Norm eben da generell einen Riegel vorschiebt. Deswegen haben wir uns mal gedacht, wir bauen uns einfach selber unser Berechnungswerkzeug, haben da so ein kleines VBA-Skript geschrieben, in dem man eben dann trotzdem so eine Sicherheit für funktionale Tests der SPS berechnen kann. Haben da die wesentlichen Faktoren einfach variabel gesetzt, die kann man quasi dann als Nutzer selber eintippen und haben hier mal, sage ich mal, um zumindest ein bisschen die Parametervielfalt zu begrenzen, die Nutzungszeit auf 20 Jahre gesetzt. Was kommt da raus, wenn man das für so eine Case Study mal durchrechnet? Also da haben wir das auch wieder in dem Fall, wir haben es für mehrere durchgerechnet, hier mal, um konsistent zu bleiben, wieder für das Indexbeispiel. Da kommt jetzt eben für unterschiedliche Diagnosedeckungsgrade und unterschiedliche Anteile für Common Cause Failures, das sind eben diese unangenehmen Fehler, wo den Funktionskanal und den Testkanal gemeinsam außer Kraft setzen. Da sieht man schon, selbst für 50% Diagnosedeckungsgrad komme ich schon teilweise sehr, sehr einfach in PLC rein. Ja? Und hier ist die Testrate noch auch sehr konservativ auf 300 Mal pro Stunde gesetzt, was laut dem AK3 des VDW als durchaus konservativ anzunehmen ist. Ja, also man sieht, statistisch gesehen könnte man da die SPS sehr, sehr einfach in Anführungszeichen tatsächlich in PLC, in Performance Level C auch einsortieren. Und jetzt muss ich vielleicht nochmal eins zurück. Und man sieht, ja, in letzter Instanz ist dennoch der Diagnosedeckungsgrad eine wesentliche Größe, die das Ganze eben beeinflusst. Und somit haben wir im letzten Schritt dann auch noch eine Methode zur, ich sag mal, pragmatischen Abschätzung des Deckungsgrades entwickelt. Und das darf der Herr Messner wieder übernehmen. Ja, danke. Das Problem ist, wenn man sich die Anhänge in der 13849 anschaut und sich die Beschreibung zu den Diagnosedeckungsgraden und die jeweiligen Prozente so anschaut, denkt man, okay, das könnte man eventuell so oder so nutzen. Jedoch lässt einem die Norm dort ein Stück weit im Stich. Also es ist bedingt anwendbar. Die Zahlenwerte sind bedingt nachvollziehbar für, ich sag mal, für den Anwender, der ein schnelles Hilfsmittel benötigt, um zum Ergebnis zu kommen, ist das, denke ich mal, durchaus vertretbar. Für den Anwender, der eine Serienmaschine baut, seine Systeme exakt und gut und genau kennt, ist dieses Verfahren nicht anwendbar. Und wir sind dann hergegangen, haben den Ansatz aus der IFA entnommen. Und zwar gibt es den IFA-Report 2017. Dort ist mal ein Ansatz getätigt worden, dass für die Ausfallraten, für die Detectable Dangerous, also das ist Lambda DD, sich so verhalten, also der Diagnosedeckungsgrad ist die Ausfallrate von den Lambda DD zu Lambda DD plus Lambda UD, das sind die Undetectable Dangerous, also das sind die alle die nicht detektierbaren Fehler. Und
Wenn man das jetzt sich so ein bisschen anschaut, das mit der MTTFD zusammen kombiniert und entsprechend die Formel umstellt, kommt man dann zu einer Aussage, dass die Diagnosedeckung sozusagen die Rate der, also 1 durch 1 plus die Rate der undetektierbaren zu der detektierbaren ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, man macht einen ganz konservativen Ansatz und sagt, ich habe die Hälfte meiner Fehler sind die undetektierbaren Fehler. Schon dann würde ich eine Rate von 66,7% herausbekommen, wenn man schon diesen sehr, sehr konservativen Ansatz macht, dass ich sage, ich habe die Hälfte undetektierbar. Jetzt mal bitte weitermachen, die Folie. Und das führte uns dann zu einer Idee, wie man das abschätzen könnte. Man ist jetzt hergegangen, hat gesagt, okay, ich habe jetzt mal 6 verschiedene Fehlerszenarien, wie zum Beispiel Programmierfehler, Hardwarefehler am Ausgang und so weiter. Habe denn einen Prozentsatz abgeschätzt, was führt denn zu einem gefährlichen Ausfall? Also wenn ich einen Programmierfehler habe, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es dann zu einem gefährlichen Ausfall führt? Wie wahrscheinlich ist denn, dass ein Hardwarefehler zum gefährlichen Ausfall führt? Und so weiter. Das Verfahren hatte man dann sozusagen noch so weiter verfeinert, dass ich sage, okay, wie hoch ist denn die Diagnose je Fehler? Das heißt, wenn wir mal bei einem Programmierfehler bleiben, der zu 50% zum gefährlichen Ausfall führen kann, habe ich jedoch eine sehr gute Diagnosemöglichkeit im System, einfach durch den Prozess, durch die Qualität der Teile und natürlich durch die Stabilität des Prozesses. Die Maschine soll ja im Normalfall mannlos 24/7 produzieren oder zumindest die meisten Maschinen sollen das. Und damit habe ich eine sehr hohe Diagnose im Prozess. Demgegenübergestellt wurden die nicht diagnostizierbaren Fehler. Ich habe dann sogar zum Beispiel, wenn ich einen Hardwarefehler an einem Ausgang habe, wo mir tatsächlich der Halbleiterausgang durchligiert, habe ich keine interne Diagnosemöglichkeit in der Steuerung, um dies zu detektieren. Also ich habe tatsächlich hier einen 100% nicht detektierbaren Fehler dabei. Jedoch ergibt sich dann die Gesamt-DC halt aus der Kombination. Ne? Ich mache entsprechend die Abschätzung mit den diagnostizierbaren Fehlern, mit den nicht diagnostizierbaren Fehlern und darauf dann komme ich auf einen Gesamt-DC. Und was dann so mögliches Ergebnis ist, sehen wir dann auf der nächsten Folie. Hier hat man das mal als sehr konservativ abgeschätzt, dass man sagt, okay, ich habe mal alle Fehler gleichwertig behandelt. Das heißt, alle Fehler haben die gleichwertige Verteilung über meine gesamte Fehleranzahl, die ich in meinem Prozess annehmen kann. Und daraus ergibt sich schon, wenn man das mal einfach jetzt durchführt, ein Diagnosedeckungsgrad von 67,4%. Und da muss man mal staunen über das Ergebnis und sagen, okay, wenn ich hier zum Beispiel die Hardware-Defekte zu den Programmierfehlern als gleichwertig schon ansehe, in Form, dass die gleiche Verteilung haben, Wahrscheinlichkeitsverteilung, ist das ja schon eigentlich der völlig falsche Ansatz. Wir haben es da jedoch bewusst stehen lassen, um zu sagen, wenn wir schon so einen konservativen Ansatz machen und dann sozusagen auf einen Diagnosedeckungsgrad kommen, der über den 60% liegt, wie in der Norm gefordert, dann muss man ehrlich sagen, da hat wohl jemand ein ziemlich großes Misstrauen gegenüber den Standardsteuerungen, wenn man hier mit einem relativ niedrigen Diagnose rangeht und mit einem relativ konservativen Ansatz schon so gute Werte erreicht. Da muss man dann sich überlegen, okay, das kann ich bestimmt argumentieren, dazu stehe ich, das können wir als Maschinenbauer auch gegenüber unseren Herstellern kommunizieren, um zu sagen, hier, schaut doch mal her, wir wissen zwar, ihr fertigt die Hardware, ihr fertigt die Firmware von euren Geräten, aber das gesamte
Konzept zählt. Und das gesamte Konzept heißt, die Steuerung wird eingesetzt. Es gibt dann noch eine HMI. Es gibt dann noch vor allen Dingen den Kunden, der qualitativ hochwertige Teile aus der Maschine rauszieht. Und es gibt natürlich die Servicebarkeit, die sich jetzt im Lauf unserer aktuellen Entwicklung, also nicht nur die vom im Hause Trumpf laufen, sondern generell beim VDW laufen. Wir haben da verschiedene Verkettungs-Vernetzungsprojekte. Wir wollen die Servicebarkeit erhöhen und das verbessert alles die Diagnose von unseren Maschinen. Und warum? Die zentrale Frage ist ja immer, warum darf man diese ganze Arbeit und diese gute Diagnose, die wir uns erarbeitet haben in den Maschinen, denn nicht für eine Sicherheitsapplikation nutzen? Die Frage blieb uns aus offizieller Stelle noch verwehrt. Jedoch können wir die als Ergebnis dieser Studie hier schon zusammenfassen, dass wir sozusagen das Normmodell identifiziert haben, dass es halt die Identifikation von den Fehlern im Diagnosekanal vernachlässigt, dass wir uns trotz aller Widrigkeiten, die die Norm uns zurzeit noch bietet und die wir von den entsprechenden Stellen noch haben, trotzdem eine gute Berechnungsmöglichkeit uns geschaffen haben. Der Diagnosedeckungsgrad ist, wenn man ihn sehr konservativ abschätzt, jedoch trotzdem sehr gut. Also man kann ihn gut nutzen für seine Kalkulation, zum Beispiel in Systema. Und wir haben natürlich dann die Möglichkeit aufgezeigt, dass wir trotz allen Umständen und Formulierungen in der Norm die Kategorie 2 nutzen können, auch wenn wir ganz bewusst Fehler im System zulassen, die nicht diagnosefähig sind. Aber die Norm sagt ja auch an keiner Stelle, dass wir 100% alle Fehler erkennen müssen, sondern wir müssen eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben und wir müssen eine gewisse Diagnose haben. Und da steht nirgends drin, dass wir uns auf 100% Diagnose committen müssen. Damit hat die Studie hier zusammen mit dem IMA gezeigt, dass es rein rechnerisch möglich ist, auf gute PFAD-Werte zu kommen, die ohne Schwierigkeiten in einem Performance Level C einsetzbar sind, die diese konservativen Annahmen, die wir in unserem Unternehmen mal getroffen haben und mit dem IMA zusammen diskutiert haben, zeigten auch bei der Abschätzung der Diagnosedeckung, dass dies ohne Probleme möglich ist, einen guten Diagnosedeckungsgrad zu erreichen. Und ja, damit würde ich jetzt den Vortrag schließen und Sie alle da einladen, kritisch gegenüber den Normschreibern zu bleiben oder zu sein und immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Norm ja eigentlich für den Anwender zu schreiben ist und dass dem Anwender geholfen werden soll, seine vielen Aufwände, die er hat, zu einem sicheren Gesamtpaket zu verschnüren zu können. So, vielen Dank. Jetzt sind wir noch eine Weile da für weitere Fragen. Wir haben leider ein bisschen überzogen. Ich hoffe mal, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wunderbar, kein Problem. Ich sehe allerdings im Moment keine Fragen. Von daher meinerseits erstmal herzlichen Dank an Sie beide. Spannend zu sehen, wie dieses Thema über die Zeit gewachsen und gedeiht ist. Und sag mal, den Ausführungen von Herrn Messner zuletzt ist auch nichts hinzuzufügen. Eine Norm soll einen Bezug zur Praxis haben, praktikabel irgendwo die Realität abbilden. Und es ist leicht, sich in irgendwelchen Unwägbarkeiten zu ergehen und Mutmaßungen anzustellen. Aber am Schluss brauchen wir noch Maschinen, die man bauen kann, die man bezahlen können muss, weil die Konsequenz ist, ansonsten kommen die Maschinen aus China und aus anderen Ländern, wo mit Sicherheit nicht so hohe intrinsische Motivationen bestehen, auch entsprechende Sicherheitsanforderungen umzusetzen und nachzuweisen. Ja, ganz genau. Vor allem, wenn man sich mal wirklich die Ergebnisse allein schon aus der Studie von den Felddaten hinsichtlich der Einstufung als Betriebsbewährt anschaut, ja, dann, ich meine, nur weil was komplex ist, wir betrachten hier ganz viele unterschiedliche komplexe Systeme und deswegen nutze ich ja empirische Daten, um zu beweisen, dass es kann. Und wenn wir da PLE rausbekommen, ja, und die Norm sagt PLB, also. Genau.
Das Ja, ist aber das schon. ist natürlich unser Argumentationszwang als Verband, der die Industrie dann hier auch vertritt, zu sagen, wir müssen das mit Partnern wie Ihnen einfach mal auf eine saubere, fundierte argumentatorische Grundlage stellen und dann haben wir zumindest auch was, wo wir wieder mit wuchern können und sagen, ja, das alte Credo, die Maschinen, die wir bauen und wie wir die Maschinen bauen, da ist eben einfach auch Sicherheit eingebaut. Ja. Das ist ja nicht zuletzt was Maschinenbau Made in Germany auch auszeichnet. Richtig. Gut, in der Zwischenzeit kamen keine Fragen, deswegen nochmal herzlichen Dank an Sie beide und allen Beteiligten möchte ich dann ans Herz legen, die nächste Veranstaltung Validierungshilfe für die Norm am Beispiel von Schwerkraftachsen von meinem Kollegen Heinrich Mödden im Anschluss im nächsten Meetingraum. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag weiterhin. Danke gleichfalls. Machen Sie es gut. Und auf Wiedersehen. Ja, tschüss.